Was passiert in Deutschland, wenn komplexe gesellschaftliche Herausforderungen ethnisiert oder kulturalisiert werden? Denn ob Corona-Ursachen, Shisha, Dönermorde oder das Frankfurter Bahnhofsviertel, zu oft enden Diskussionen in einer leidigen Sackgasse des Ihr gegen Wir. Was kaum jemand fragt, wie fühlt man sich angesichts allgegenwärtiger, pauschalisierender und rassistischer Bilder über sich selbst? Und nicht zuletzt, was setzen wir dem entgegen? Mein Name ist Aisha Kamara und ich darf Sie hier heute an den Bildschirmen herzlich begrüßen. Schön, dass Sie den Weg gefunden haben zum YouTube-Kanal der Bildungsstätte Anne Frank, um beim Frankfurter Abend Rassismus in der postmigrantischen Gesellschaft dabei zu sein. Ich denke, wir haben uns alle mittlerweile an diese Form der Online-Formate gewöhnen müssen. Normalerweise, aber auch das bringt eben diese Pandemiezeit mit sich, wären zwei Kuratorinnen des Historischen Museums hier vor Ort. Beide sind allerdings leider heute verhindert, deswegen darf ich auch im Namen von Puni Henning und Ismahan Vaya begrüßen. Die aktuelle Stadtlaborausstellung, ich sehe was, was du nicht siehst, zeigt wichtige und aktuelle Perspektiven von Menschen aus der Frankfurter Stadtgesellschaft. Es handelt sich dabei um künstlerische, aktivistische und ganz persönliche Beiträge von FrankfurterInnen, die von Rassismus betroffen sind und von denen, die sich mit ihnen solidarisieren. Es geht in der Ausstellung um ihre Lebensrealitäten, Erfahrungen, Widerstands- und Selbstermächtigungsstrategien. Einige sind auch heute hier, um über ihre Perspektiven und ihr Engagement zu sprechen und ihre Arbeit, ihre Projekte und Ziele vorzustellen. Darüber hinaus freut sich das Historische Museum sehr über die intensive Zusammenarbeit mit den Stadtlaborantinnen und bedankt sich auch nochmal herzlich dafür. Es wird gehofft, dass eben trotz der schwierigen Lage die Ausstellung bald wieder eröffnen kann und für Publikum erfahrbar gemacht werden kann. Herzlichen Dank auch an die Bildungsstätte Anne Frank. Wir sind ja heute hier im Lernlabor für die Zusammenarbeit und liebe Grüße noch einmal von den beiden KuratorInnen. Ich hatte es ja bereits in meiner Anmoderation erwähnt. Heute sprechen wir über und mit der postmigrantischen Gesellschaft. Aber was ist das eigentlich genau? Was ist das postmigrantisch? Schlägt man das nach in den gängigen Literaturen, bekommt man da eine Definition, die heißt, die postmigrantische Gesellschaft von lateinisch post, also hinter, nach, bezeichnet eine Gesellschaftsordnung, die durch die Erfahrung der Migration geprägt ist. Der Begriff verweist auf die politischen, kulturellen und sozialen Veränderungen in der Gesellschaft, die aus dem demografischen Wandel durch Einwanderung hervorgehen. In dieser Perspektive wird allerdings die Migration als ein Prozess aufgefasst, der wesentlich zur Gestaltung der Gesellschaft beiträgt. Heißt also, Migration ist das, was uns prägt, aber nicht das, was uns definiert. Für mich als Frankfurterin selbstverständlich, doch bei vielen ist diese Botschaft noch nicht angekommen. Mit der Erkenntnis, eine postmigrantische Gesellschaft zu sein, kommen Hausaufgaben, Nachbesserungen, der Anspruch, andere teilhaben zu lassen, aber auch der Anspruch, nicht mehr andere für sich sprechen und entscheiden zu lassen und da, wo es sein muss, Widerstand zu leisten. Die Geschichten und Beiträge der Protagonistinnen der heutigen Ausstellung wirken sozusagen als Korrektiv. Sie machen die Geschichten sichtbar und laut, die noch viel zu wenig gehört werden. Den Anfang macht Anita Adam. Sie kommt vom Förderverein der Roma e.V. Dieser Verein versteht sich als Lobby für die in Frankfurt am Main lebenden Roma und unterstützen nach Kräften ihren Wunsch nach Selbstbestimmung und Anerkennung. Der Förderverein setzt sich dabei gegen jede Form der Diskriminierung ein und versucht, eine Plattform für die Auseinandersetzung und Verständigung zwischen Roma und Nichtrom zu schaffen. Der Schwerpunkt des Vereins liegt insbesondere in der bildungs- und pädagogischen Arbeit. Diese Arbeit ist extrem wichtig, denn kaum eine Gruppe wird gesellschaftlich so sehr an die Ränder gedrängt wie die Community der Roma und Sinti. Und deshalb ist es auch keinesfalls selbstverständlich, dass eine Frau aus dieser Community den Weg hierher zu uns heute gefunden hat. Ich darf Anita Adam begrüßen. Gemeinsam mit dem Förderverein hat sie in einem Jugendbildungsprojekt gearbeitet und ist heute hier für uns da. Anita Adam, schön, dass Sie hier sind. Es freut mich sehr, dass wir jetzt gleich dieses Gespräch führen werden. Ich hatte ja schon in der Moderation vorhin erwähnt, auch der Förderverein ist Teil der Ausstellung, ist im Stadtlabor dabei und zwar mit einem Filmprojekt. Können Sie uns ein bisschen darüber erzählen, worum es in dem Film konkret geht und vielleicht auch welchen Beitrag, also was wir von Ihnen sehen in dem Film? Ja, vielen Dank für die Einladung.
Also ja, der Film ist gemacht von mir und noch zwei Mädchen von unserer Roma-Community. Und wir haben für das Film ungefähr 2 Jahre gefilmt. Erstmal war geplant 1 Jahr, aber es hat länger gedauert, weil eigentlich wir wollten mit diesem Film zeigen, dass unsere Community ist nicht so ganz genau, wie die Leute von draußen sich vorstellen. Dass wir auch normale Menschen sind, dass wir auch normale Tätigkeiten haben, so wie die normale Menschen. Und wir wollten mit dieser Firma zeigen, dass wir, wenn wir eine Chance haben und Möglichkeit ist, etwas für unsere Community oder für unser Leben zu machen, wir können das machen. Aber wenn man eine Tür direkt in die Augen zu ist, bevor dass wir versuchen, etwas zu machen oder zu zeigen, dass wir auch können, Sachen zu machen, dann normal, die Lust ist nicht mehr da und dann kann man nichts mehr machen. Aber wenn man so eine kleine Tür offen ist, dann können wir sehr, sehr viel schaffen. Und meine Tür war offen durch die Förderverein Roma. Weil ich bin in Deutschland seit ungefähr 11 Jahren. Ich habe ein Kind, ist 10 Jahre alt. Ich habe auch das zweite Baby jetzt, 1 Jahr alt. Und seit wann ich hier bin in Deutschland, Förderverein Roma hat total mein Leben verändert. Durch diesen Verein, ich könnte mich selbst finden. Und zum Beispiel im Förderverein Roma, obwohl ich ein Kind hatte mit 24, ich könnte meinen Hauptschulabschluss machen, habe ich das gemacht. Und das war ein sehr, sehr großer Erfolg für mich, weil das war mein Wunsch. Aber ich könnte das nicht machen durch eine ganze Reise. Was habe ich mein ganzes Leben gemacht, seit von Geburt, weil ich bin hier in Deutschland geboren. Ich war dann 10 Jahre in Frankreich, 5 oder 7 in Rumänien, mal in Spanien. Aber jetzt habe ich hier meinen Heimort gefunden und das ist klasse für mich und für meine Kinder. Und darüber es geht in dem Film. Also, dass wenn man will, schafft. Wenn man kämpft, schafft. Obwohl der Rassismus ist überall, wo wir hingehen. Zum Beispiel, ich bin 30 und ich bin gewohnt, wenn ich in einen Markt gehe oder egal wo in eine Lade gehe, dass jemand eine Security hinter mir ist und guckt, dass ich nicht klaue oder dass ich nicht schlechte Sachen mache, weil ich nur mit einer dunklen Haut bin. Also für mich, das ist normal. Wenn eine Security hinter mir ist, für andere Leute, das ist nicht normal. Ich bin schon gewohnt. Ja, und das ist auch der Thema von unserer Firma. Wir haben sehr viele Sachen erlebt durch den Rassismus. Ich auch, meine 2 Kollegen auch. Und trotzdem sind wir hier und wir kämpfen dafür, dass nicht die anderen Leute zugeben und immer kämpfen. Das ist unser Ziel. Kämpfen gegen Rassismus. Ja, das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Auch so diese Beschreibung von Türen sind verschlossen. Sie haben ja auch mit Jugendlichen gearbeitet, mit Kindern. Wie wirkt sich denn, Sie haben ja auch erzählt, Sie sind selber Mutter, haben selber 2 Kinder. Sie haben jetzt diese Ladensituation beschrieben, also ein ständiges Misstrauen. Man kommt in einen Laden rein und wird sozusagen gleich kriminalisiert. Wirkt sich das auch schon auf Kinder und Jugendliche aus, in Kitas, an Schulen, natürlich auch auf Eltern? Wie findet man sich zurecht? Also immer, wenn ich erzähle über solche Sachen, ich will immer über mich, über meine Familie, über meine Community von Roma. Aber das muss nicht beim Alle sein. Das will ich klar machen. Zum Beispiel bei mir. Mein Sohn ist 10 Jahre alt, 5. Klasse, und er geht im Förderverein Roma Schavorali.
Die Schavorale ist auch so eine Seite vom Förderverein Roma, was sehr wichtig für unsere Community ist, weil ich zum Beispiel, ich hatte immer Angst für meinen Sohn, dass ich ihn in eine deutsche Schule schicke, wegen dem Vertrauen. Weil zum Beispiel, wenn mein Sohn 5 Jahre alt war und er war auf dem Spielplatz, haben die Kinder zu ihm Zigeuner gesagt und haben angefangen, ihn zu beleidigen. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, weil er ist sofort zu mir gekommen und hat angefangen zu weinen. Und er war frustriert, wieso die anderen lachen über ihn, weil er ein Zigeuner ist. Weil eigentlich, wir sind auch normale Menschen. Und weil ich könnte ihm nicht das erklären, was das ist, diese ganze Sache mit Rassismus und so, dann habe ich gesagt, lieber werde ich schicken meinen Sohn, bis wann er ein bisschen größer ist und bis wann ich kann ihm besser erklären, was das ist mit dem Wort Zigeuner und dieser ganze Rassismus, was gibt es überall in der Welt. Ich habe mich entschieden, dass ich ihn im Förderverein in Schavoralle lasse. Dort sind ungefähr 80 Kinder. Die sind jetzt neue, haben die auch Grabbelstufe geöffnet für Kinder von 6 Monate bis 3 Jahre. Und dann ab 3 Jahre haben die Kindergarten bis zum Hauptschulabschluss, die arbeiten in einem Kooperationsprojekt mit Ludwigsbürner Schule. Dort können die Kinder einfach normal ihren Hauptschulabschluss machen. Aber da sind unsere Räume, die Räume von den Kindern, und dort fühlen sie sich besser und wie zu Hause. Dort kommt keiner und über denen zu lachen, dass die Roma sind, dass die Zigeuner sind oder denen etwas Schlimmes über unsere Ethnie zu sagen. Das ist auch der Grund, wieso habe ich meinen Sohn dort gelassen. Aber da, wie ich gesagt habe bei dem Anfang, muss das nicht bei allen Familien so sein. Zum Beispiel, ich habe auf Cousine, Neffe, Familie, was die ganz normal in eine deutsche Schule gehen. So wie es war bei mir, ich war ganz normal in eine rumänische Schule in Rumänien, bis wann ich 10 Jahre alt war. Ja, zum Beispiel, ich habe Familie, die sich, wenn die auf die Straße sind, die fangen einfach Rumänisch zu reden, weil die haben Angst, Romanisch zu reden, wegen dieser Rassismus. Und ich muss Romanisch reden auf Telefon, die reden Rumänisch. Ja, und diese sind die Gründe, wieso gibt es Förderverein Roma. Zum Beispiel, wie es war bei mir, dass ich erst mit 24 meinen Hauptschulabschluss gemacht habe, durch eine blöde Reise, was haben meine Eltern immer gemacht, durch ein besseres Leben und Heimat für uns zu finden, für mich und für meine Geschwister. Und durch diese Bürokratie habe ich nicht, obwohl ich wollte sehr viel und meine Eltern wollten das auch, dass wir normal in der Schule gehen, studieren und so weiter. Wir könnten das nicht machen. Und solche Familien sind mehrere Situationen und mehrere Familien, die auch so durch diese Reise waren. Sie wissen schon, die Roma sind so, die sind immer wieder ganze Leben in einer Reise. Und das ist auch der Grund, wieso gibt es auch Jugendberufsbildungsprojekt, wo habe ich auch meinen Hauptschulabschluss gemacht und angefangen zu arbeiten. 5 Jahre habe ich dort gearbeitet. Jetzt bin ich im Mutterschutz. Das ist auch der Grund, wieso gibt es. Und zum Beispiel, unser großes Problem beim Roma ist Vertrauen. Weil wir haben Angst, unsere Kinder zu lassen in einem Ort, wo wir wissen schon, dass wir selber schlechte Sachen erlebt haben. Und dann für viele Familien ist lieber, dass die gehen in eine Schule und ihre Kinder in eine Schule zu lassen, wo die ein bisschen geschützt sind.
Zum Beispiel, ich habe Mütter von den Töchtern, was die bei uns in dem Projekt gelassen haben. Und die haben mir immer gesagt, du bist eine von unseren, du bist von unserer Community. Wenn etwas passiert mit meiner Tochter, dass sie schlechte Sachen erlebt, Diskriminierung oder was weiß ich, was no ganz normal ist in einer Schule, ich bin schuld. Das ist aber eine große Oder ja, Verantwortung, ja. oder wenn etwas ist, ich muss immer Bescheid sagen, egal was ist. Zum Beispiel, wenn die früher gehen von der Schule, ich musste immer anrufen zu den Eltern und Bescheid denen sagen. Heute hatten wir schneller aus oder bleiben wir länger eine Stunde. Ich musste immer in engem Kontakt mit den Eltern reden und ja, das macht sehr viel, weil so können die Eltern ihre Kinder in der Schule lassen. Es geht um Ja, Vertrauen. klingt nach einer sehr anspruchsvollen Aufgabe, aber auch total verständlich. Sie haben es ja auch gerade schon beschrieben, wie das Vertrauen einfach auch fehlt. Aber jetzt ist ja dieses Jahr auch eine ganz neue Debatte rund um Rassismus entstanden, wo es auch immer wieder darum geht, sozusagen die Mehrheitsgesellschaft, also auch der Begriff Integration wird da in dem Zuge nochmal so ein bisschen auf die Probe gestellt. Man versucht ihn anders zu betrachten im Sinne von, die Mehrheitsgesellschaft muss eigentlich etwas tun, wenn wir schon über Integration sprechen. Was würden Sie sich wünschen, was muss hier in Frankfurt passieren von Seiten der vielen anderen, damit Sie und Ihre Community ein bisschen mehr Vertrauen haben können? Was wären Wünsche oder Forderungen, die Sie haben Wünsche, an uns ja. als Stadtgesellschaft? Wünsche haben wir alles und meine große Problem und unser großes Problem ist, dieser Rassismus gibt es nicht seit heute oder seit gestern. Das ist seit hunderte Jahre. Und können wir nichts, also ich weiß 100%, ich bin seit 5 Jahren in dieser Kämpfung gegen Rassismus und Integration. Und ich habe sowieso nicht so viel geschafft. Also Wünsche hab ich viele. Aber ich weiß, es ist nicht so ganz einfach. Also Sie sagen, solange der Rassismus Ja. noch so groß ist und gerade in Richtung Ihrer Community, was ja nochmal ein sehr spezifischer, nicht aufgearbeitete Form von Rassismus, ein Teil der Geschichte, über den in Deutschland zu wenig gesprochen wird, solange Ja. wird das mit dem Vertrauen auch schwierig. Das ist nüchtern, aber ich glaube, das muss auch so auf den Tisch dann kommen. Und müssen wir uns Ja. alle überlegen, was wir daraus machen. Ja, vielen Dank. Wir werden ja gleich noch im Anschluss eine kleine Runde haben, auch noch mit anderen Stadtlaborantinnen. Erstmal vielen Dank für diese Einblicke und wir hoffen, die Ausstellung wird bald wieder erfahrbar gemacht sein, dass dann auch viele Menschen auch noch den Film sehen und ja. Hoffen wir auch. Ganz genau. Vielen Vielen Dank Dank auch. erstmal. Dankeschön. Wenn wir über Flucht und Asyl diskutieren, wird schnell deutlich, in welche Richtung es geht. Die von irgendwo dürfen hier entweder rein oder nicht rein, sind entweder eine ganz gönnerhafte Bereicherung oder eben eine Belastung. Doch es gibt Gegenstimmen und Menschen, die diese Debatte anders führen wollen. Menschen, die sagen, Flucht ist kein Verbrechen, die sich und andere in diesem Prozess empowern. Einer von ihnen ist Seray Kiros Abraham. Seit 2006 ist er mit dem Projekt Moses e.V. dabei, macht aber noch viel mehr, unter anderem mit seinem Projekt Ubuntu House, schafft er Räume, Perspektiven und macht aufmerksam auf Themen wie Flucht, aber auch Black Lives Matter. Zum Beispiel hat er aber auch eine Fahrradrallye organisiert, Ride for Justice. Er macht so viel und wir freuen uns, dass er die Zeit hat, heute hier zu sein. Er ist mit einem Filmbeitrag heute hier dabei. Er hat uns einen Film mitgebracht. Der Film heißt Das Recht auf Streben nach Glück, den wir jetzt hier gleich sehen werden. Und Sarah ist gleich auch nochmal da, um dazu Rede und Antwort zu stehen. Viel Spaß! Als ich mit 19 meine Ausbildung machte, wollte ich mich noch für mein Land einsetzen. Polizist sein, meine Leute schützen. Ein Hirte, der seine Heimat schützt.
Die Entscheidung, zum Militär zu gehen, fiel mir daher nicht schwer. Ich war stolz. Und da stand ich nur mit meinem Stolz. Als Grenzsoldat an der Grenze. Und sah jeden Tag das Elend. Nicht etwa auf der anderen Seite des Stacheldrahts, sondern auf meiner. Mein Land hatte sich verändert. War das jetzt mein Leben? Mein Leben als Grenzsoldat, als Gefängniswärter. Die Bilder, die Machtlosigkeit, mein gebrochener Stolz, sie alle haben sich tief in mein Herz gebrannt. Da war dieses kleine Mädchen mit ihren Eltern auf der anderen Seite. Sie wollte ihrer Oma lebewohl sagen, auf unserer Seite. Also kam sie einfach herüber. Sie kam einfach herüber. Als sie zurück wollte zu ihren Eltern, hielten meine Kollegen sie zurück, denn das war illegal. Sie packten sie und trugen sie zu ihrer Oma zurück. Dabei standen die Eltern nur 10 Meter weiter entfernt. Das war legal. Sie musste jetzt hierbleiben. Ich kann hier nicht bleiben. An dem Tag, an dem sich alles geändert hat, sagte ich meinen Kollegen, ich müsste da was überprüfen an diesem gottverdammten Stacheldraht. Ich drückte ihn so gut es ging herunter und wartete. Ich wartete auf den richtigen Moment. Wartete eine Ewigkeit. Dann rannte ich los. Ich sprang über den Stacheldraht, ich warf meine Waffe einfach weg. Ich bin kein Held. Ich bin ein Flüchtling. Tausende nach mir haben diesen Sprung gewagt. Wir sind alles keine Helden. Wir wollten einfach nur frei sein. Mein Name ist Hans-Konrad Schumann. Hi Seray, schön, dass Hi, du da bist. Du bist danke. Ja auch ein langjähriger politischer Mitstreiter von mir. Ist immer wieder schön, dass wir zusammen diskutieren können. Wir haben jetzt gerade deinen Film gesehen, ein wirklich sehr toller Film, der ja so ein bisschen die Frage aufmacht, wer es eigentlich hält und wer nicht, wer wird so gelesen und wer nicht. Was wolltest du auslösen mit diesem Film? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Für mich ist es auch ist ein toller Film. Ich bin selbst auch bei diesem Film begeistert, denn ich habe es nicht allein gemacht. Wir haben es als Kollektiv mehrere Leute zusammen erdacht und zusammen das auch gestellt. Mhm. Deswegen also von der Ubuntu-Initiative. Bei diesem Film es geht es eigentlich um das Recht auf Streben nach Glück. Und jeder Mensch steckt dieses Streben nach Glück. Mhm. Das wird man nicht irgendwie von jemandem irgendwie erlernt, sondern bei Geburt an. Steht es in uns, dass wir immer nach unserem Glück suchen, das Beste für uns zu suchen. Mhm. Aber halt 2014, wo ich dann halt viele Geflüchtete nach Deutschland kam, dann sind diese Leute, die hier nach Deutschland kamen, auf dieses existenzielles Glück waren, in Frage gestellt worden war als Verbrecher, als Schmarotzer, die sich hier bereichern wollen und unsere Reichtum auch uns wegnehmen wollten. Mhm. Und dann diese Frage habe ich mich dann halt gestellt, warum sind wir so? Warum haben wir so reagiert? Mhm. Warum ist der Aktionismus und so weiter? Ne? Und dann hat es dann damit zu tun, dass wir als Deutsche unsere Geschichte vergessen haben, wer wir sind, was wir durchgemacht haben. Zum Beispiel 2000, nach dem Zweiten Weltkrieg, viele sind auch geflüchtet. Mhm. Also, wenn Flucht ein Verbrechen ist, dann hat Deutschland viele Verbrecher. Mhm. Ja, normalerweise, wir haben auch den Krieg richtig angesettelt, Zweiter Weltkrieg, und trotzdem sind wir auch viele ausgewandert, weil hier beim Schutt und Asche hier war und nicht ein normales Leben führen kann. Das heißt, wenn es Krieg gibt, wenn der Staat zerstört ist, ist es automatisch, dass man irgendwo hingeht, wo man sich dann halt im Frieden auch leben kann und auch dieser Schutz auch garantiert ist. Mhm. Und das war auch das Bild. Und vor allem auch,
durch das Bild von Hans-Konrad Schumann. Das war der erste Deserteur, der von Ost-Berlin nach, West-Berlin gesprungen ist. Mhm. Und Hans-Konrad Schumann war eigentlich ein 19-Jähriger, der sich freiwillig auch zum Schutz von der Mauer sich gestellt hat. Aber er wusste, was auf ihn zukommt. Das ist auch, wo der Film auch gerade handelt. Mhm. Er wusste, was auf ihn kommt, wenn er Langzeit im Osten bleibt, dass seine Freiheit irgendwann eingegrenzt wird, dass er sich nicht entfalten kann, als Person, also für sich, als Individuum, auch kollektives. Ja? Und deswegen hat er auch diesen Entschluss genommen, dass er über die Mauer gesprungen ist und dann halt doch im Westen dann halt doch als Held gefeiert worden ist, sogar für ihn auch eine kleine Statue gemacht worden ist, große Malerei und so weiter. Ne? Ihn sehen wir als Held, der sich diese Chance ergriffen hat, um hier zu bereichern, auf unserer Seite. Ne? Das bedeutet, wir unterscheiden zwischen unterschiedlichen Geflüchteten, willkommen oder nicht willkommen. Mhm. Und das war für mich der Anlass, diesen Film zu zeigen, hey, wir haben auch unsere Geschichte vergessen. Wenn er ein Held ist, dann Deutschland hat auch viele Helden. Ne? Ja. Weil diese vielen Geflüchteten, die nach Deutschland 2014 kamen zum Beispiel, viele waren auch aus meinem Land, aus Eritrea, viele waren aus Afghanistan, viele waren aus Irak, aus Syrien und so. Eigentlich alle Leute, die hergekommen sind, eigentlich fast alle sind eigentlich Hans-Konrad Schumann. Mhm. So bezeichne ich sie. Also wenn auch Hans-Konrad Schumann ein Held ist, für ihn auch hier auch so gefeiert worden ist eigentlich, weil er sein Glück hier zu finden, dass er selber sein Glücksschmiede wird, deswegen ist er hergekommen. Und dann auch diese Menschen. Aber die sind nicht nach diesem Bonusglück gekommen, sondern nach diesem Existenz, weil sie waren im Krieg. Und sie wollten vom Krieg flüchten. Mhm. Und das ist dieses normale menschliche Verhalten. Und das ist, was wir vergessen haben, wir als Deutsche, sie dann halt als Bedrohung gesehen haben, dass wir sie als Schmarotzer gesehen haben, dass sie sich an unserem Wohlstand sich nur bereichern wollten. Das haben wir gesehen. Und auch nochmal dazu, viele Eritreische zum Beispiel Geflüchtete nach Deutschland kamen, sie haben eine lange Odyssee hinter sich. Mhm. Ja? Weil viele waren eigentlich lang Krieg im Zivildienst, mussten dort leisten. Also das heißt, dieser Zivildienst, es hat kein Ende. Es hat einen Anfang mit 16 oder mit 17, aber es hat kein Ende. Das heißt, sie sind manche sogar über 20 Jahre im Zivildienst. Also genau wie Hans-Konrad Schumann, er hätte auch dort Langzeit Soldat gewesen, also im Ostdeutschland. Ne? Man konnte ja nicht selber entscheiden, was man studiert und das und so weiter. Ne? Und das habe ich auch in sie gesehen, dass viele, aber der Unterschied, der Hans-Konrad Schumann, er hat nur 70 Meter gesprungen. Und die anderen, über 1000 Kilometer, haben sich auf den Weg gemacht und viele Sachen auf sich genommen, um für sich und für ihre Familie nach existenzielles Glück zu suchen. Und jetzt ist auch dieser Vergleich. Wenn er ein Held ist, der 70 Meter gesprungen ist, was sind die dann die Leute, die über 1000 Kilometer hierher sich gemacht haben? Deswegen, wenn er ein Held ist, dann Deutschland hat viele Helden. Und das ist auch diese Bezeichnung für mich. Geflüchtete auch, die sich diese auf sich weggemacht haben, ich sehe in ihnen dieses Heldentum. Mhm. Weil wenn eine, deswegen haben wir dieses Film gemacht, weil es auch mit mir zu tun hat und so. Ja, also danke auf jeden Fall für diese, wenn du es auch nochmal so schilderst, absolut logische Herangehensweise, steht natürlich im totalen Kontrast zu dem, wie ich auch schon gesagt habe, Flucht und Asyl diskutiert wird. Ich wünschte diese Botschaft einfach auf die Rückbesinnung der Geschichte. Schön, dass du die auf jeden Fall verbreitest. Ich hatte es auch vorhin gesagt, du machst so viel, jeder, der in Frankfurt ist, weiß, man verliert quasi den Überblick, all die Projekte, die du machst. Vielleicht erzählst du uns nochmal in deinen Worten, weil mir fällt das immer schwer, was für dich Ubuntu ist und wo auch aktuell die Reise für euch dahin geht. Ubuntu heißt ja Menschlichkeit und das, was wir möchten, ist, dass wir in jedem Mensch eigentlich diese Menschlichkeit, in jedem steckt es, dass wir das erwecken möchten. Ja? In jedem Mensch steckt eigentlich Schrei nach Menschlichkeit. Mhm. Ja? Nur durch unterschiedliche, was wir jeden Tag hören und so weiter, wird diese Menschlichkeit irgendwie gedrückt. Mhm. Und das ist, wo wir entgegen durch Kunst, durch Art, also innovative Projekte, kreative Projekte, dass wir in jedem Menschen stecken, erwecken möchten, ja, entfalten oder ja, entfachen möchten. Ja. Und das ist sehr wichtig. Wir möchten niemandem abschreiben. Das heißt, wir sehen jedem Menschen eine Chance. Also wir gehen sogar so weit, dass wir sagen, wir würden gerne nach Osten, sogar nach Dresden gehen, dort, wo es am meisten auch Rassismus, Diskriminierung herrscht, auch dort auch dann halt aktiv dort zu arbeiten, weil wenn wir in jedem Menschen diese Positive sieht, und diese Hoffnung sieht,
dann eigentlich auch ist es, dann hat man auch mehr Mut, man hat mehr Passion, irgendwas entgegenzuwirken, und jeder Mensch kann auch dann das auch wieder entfachen. Und das ist, was Ubuntu auch uns ausmacht, dass wir kollektiv sind, dass wir aus unterschiedlichen, mit unterschiedlichen Geschichte haben, aus unterschiedlichen Ländern kommen, Kultur und so weiter, Religion, aber dass wir uns zusammengefunden haben für eine positive, nicht gegen, sondern für was. Mhm. Das heißt, wir stehen eigentlich für bestimmte wir haben eine gemeinsame Vision, wir wollen das hier in Frankfurt bewirken, wir sehen uns ein Teil von Frankfurt und wir möchten auch in Frankfurt Veränderungen bringen. Wir warten nicht auf irgendwas, dass die Regierung oder die Kommunen oder irgendwas für uns tun, dass wir selbst Teil der Stadt sind, innerhalb dieser Stadt auch eine Gesellschaftsarbeit leisten. Mhm. Das ist, was wir machen, aber halt, wie ich gesagt habe, innovativ, kreativ, mit positiver Haltung dort zu wirken. Das ist, was wir da machen. Deswegen gibt es dann halt auch unterschiedliche Formate wie Seminare, Kunstausstellungen. Und wir benutzen auch Guerilla-Marketing auch bei unseren Arbeiten, und sehr wichtig. Wir benutzen viel Medien und so. Und was ein bisschen uns auch anderes von vielen Projekten auch unterscheidet, dass wir nicht alleine das machen, sondern Lokale und Newcomer. Das bedeutet, dass auch Newcomer, in Klammer Geflüchtete, in unsere Projekte mit involviert sind, und wir sehen sie dann halt als Bereicherung. Sie sind Teil des Projekts, sind Teil der Initiatoren, sie sind Teil der Konzeptentwickler und sind auch Teil, die sind auch selber Macher in beides Bereich. Das ist das heißt, dass wir in einer Augenhöhe arbeiten und Hilf-mir-Syndrom oder Ich-helf-dir-Syndrom gemeinsam, und das ist das der Bereich von Ubuntu. Und deswegen entstehen auch viele Projekte, also zu Thema Bildung, zu Thema Antirassismus und in unterschiedliche Bereiche. Jetzt, wenn ich auffangen würde, hier aufzuzählen, würden wir, glaube ich, die Zeit nicht reichen. Aber ich glaube, die Bandbreite wird doch nochmal, also eine letzte Frage hätte ich noch, wir werden ja gleich auch nochmal gemeinsam sprechen, aber diese Spannbreite und Bandbreite wird ja auch nochmal in der Ausstellung besonders deutlich, weil wir haben einmal den Film, den wir gerade gesehen haben, aber ihr seid ja auch noch mit einem zweiten Projekt vertreten, I Am Not My Hair. Worum geht es denn da und was war da nochmal wichtig für euch? Ja, da ist auch wieder bei Ubuntu, das ist eine Inklusion von zwei Projekten, dass jemand zu uns gekommen ist, sie würde gerne über Thema Haare thematisieren, weil für sie Haare ist mehr als Schönheit, es ist ein politischer Ausdruck, aber es ist auch gleich Schönheit, das ist Ausdruck und Individuum, ne? Aber gleichzeitig ist es halt auch was Kollektives. Ne? Und dann aber trotzdem, dass man vor allem als Schwarze da viel passieren, und das wollen wir dann halt mit diesem Film ausdrücken, und deswegen sind auch ein paar Frauen haben es dann zusammengetan, sich gedacht über ihre eigene Struggle, über ihre eigene Sehnsucht nach Anerkennung, aber gleichzeitig auch das Film auch für sie, dass sie selber was erzählen, selber was sagen über sich, über ihre Haare, wie sie sich selber sehen, über die Schönheit und über die gemeinsame Ästhetik, und das ist das, was da darum geht. Wir sind ja mit zwei Projekten, ich bin mehr für dieses Thema Flucht, sie konnte leider heute nicht dabei sein, die Lydia, aber darum geht es auch. Und wir wollen eigentlich mehr empowern. Also das empowern, dass wir wohlfühlen in das, was wir sind. Denn Black is beautiful, Black and proud. Das ist, was da bei diesem Film ausgestrahlt wird. Und dass wir zu uns selbst finden und nicht von außen zu irgendwas gedrängt werden oder eine bestimmte Bezeichnung auch von außen nehmen, sondern dass wir selbst eine Selbstfindung in diese, ja, darum geht es. Super. Ja, sehr schön. Gerade für mich auch sehr interessant. Haare sind natürlich auch wichtig für mich als schwarze Frau, und deswegen auch nochmal danke für deine Arbeit und danke fürs Plattform geben und bis gleich auf dem Podium. Ja. Vielen Dank erstmal. Spätestens mit der Corona-Krise ist viel die Rede von anti-asiatischem Rassismus. Doch mitnichten ist dieser neu. Denn mit der europäischen Kolonialgeschichte hielten Narrative Einzug, die asiatisch gelesene Menschen auch heute noch entmenschlichen. Denn ob Miss Saigon oder Geschichten über eine vermeintliche gelbe Gefahr aus Wuhan durchziehen Literatur, Politik, aber auch unsere Wirtschaft. Eine künstlerische Auseinandersetzung aus postkolonialer Perspektive wagt Olivia Hyun-Shin Kim. Sie arbeitet als Künstlerin, Choreografin und Dozentin und setzt sich gemeinsam mit dem KünstlerInnen-Kollektiv Dandarakim mit Stereotypen über die asiatische Frau auseinander. Für ihr Stück Yellow Banana erhält sie den Amadeo Antonio-Preis. Leider kann sie heute aufgrund der aktuellen Situation bei der Veranstaltung nicht dabei sein. Wir schicken an dieser Stelle ganz viele Grüße und zeigen nun Hyun-Shins Videobeitrag. Viel Spaß beim Zuschauen.
Hallo, mein Name ist Olivia Henshin Kim und ich arbeite als Choreografin und Kuratorin. Und in der Ausstellung habe ich den Beitrag, den künstlerischen Beitrag gemacht, der Yellow Banana heißt. Sowohl in meiner künstlerischen Arbeit als auch aktivistischen Arbeit hat mich die japanisch-amerikanische Feministin und Schriftstellerin Mitsuya Yamada sehr geprägt. Sie erzählt in einem Zitat, wie sie sehr lange dachte, dass sie vom Stereotypen der asiatischen Frau sehr entfernt ist und nicht dazugehört zu dieser Gruppe und als anders wahrgenommen wird, weil sie nicht unterwürfig gegenüber dem weißen Mann hypersexualisiert und gehorsam ist, wie der Stereotyp so geht, und sie halt in einem College Englisch unterrichtet und sie auch gebildet ist und sich gut im Englischen zum Beispiel artikulieren kann. Sie dann aber gemerkt hat, dass daran nichts feministisch ist, dass sie sich abgrenzen will, weil dieser Stereotyp besteht weiterhin und auch Menschen, die so angesehen werden, denen hilft es gar nicht, dass sie mit diesem Ich bin anders, sieht mich nicht so kommt. Und das war auch so ein bisschen ein Aha-Moment für mich, weil ich auch sehr lange Zeit versucht habe, mich genau mit diesem Hypersexualisierten oder auch dem Unterwürfigen, besonders auch in Deutschland, wo Sextourismus sehr groß ist, leider, mich abzugrenzen. Und dann habe ich gemerkt, das bringt nichts, weder in der aktivistischen noch in der künstlerischen Arbeit. Und habe versucht oder versuche seitdem, mich sogar in diese Stereotypen naiv, dass ich da reingehe und sie von innen zu öffnen, sie von innen zu durchbrechen, sie von innen in Frage zu stellen und auch vielleicht die Frage zu stellen, ob es selbstermächtigend sein kann. Und genau, Yellow Banana, dort geht es ein wenig um meine Erfahrung als asiatisch-deutsche, die eine gelbe Banane ist, ein Begriff halt, wo ich außen gelb bin, aber innen weiß. Und aus dieser Position halt die Frage ein wenig, genau, mich frage, warum sind Europa und Asien zwei getrennte Kontinente, wenn eigentlich die Kontinentalplatte Eurasien heißt und es keine klaren Grenzen zwischen diesen Kontinenten gibt. Lasst uns dann doch naiv eine Feier feiern, wo wir diese zwei Erdteile wieder versöhnen können und diese ganzen Grenzen einfach abschaffen. Und darum geht es ein wenig in Yellow Banana und auch um die, genau, woher eigentlich so anti-asiatischer Rassismus herkommt. Und anti-asiatischer Rassismus ist ein sehr schwieriger, komplexer Begriff für mich, weil Asien oder der Osten einfach immer von Westeuropa definiert wurde und sehr viele verschiedene Kulturen und auch Religionen, aber auch Körper, gelbe, braune, schwarze Körper beinhaltet. Genau, aber in Yellow Banana geht es auch ein wenig darum, oder auch mir in meiner Erfahrung, dass ich nicht versuche, das zu trennen oder als Problem zu sehen, dass wir so divers sind, sondern halt das auch als Stärke ein wenig zu sehen und ein Netzwerk zu erschaffen oder Netzwerke zu erschaffen, wo es zusammengeht. Besonders auch mit dem Vorurteil, was sehr lange da war oder da ist, von Ostasiatinnen oder auch Südostasiatinnen oder von der Herkunft von Deutschen, dass sie gute Migrantinnen sind und es oft sehr schnell spaltet. Und dass ich das auch ein wenig in Frage stelle, denn wie man auch in Zeiten von Corona gesehen hat, kommt eigentlich der Stereotyp, der schon sehr lange existiert und auch während der gelben Gefahr zum Beispiel existiert hat, kann sehr schnell wieder zurückkommen, sodass unsere Körper als Virus, als ein Problem wieder angesehen werden. Genau, ich wollte dann abschließen mit einem Song von der Show Yellow Banana und den könnt ihr euch dann ansehen.
und genau diese Fragestellung haben. Dankeschön. Herr Blank steht. Take up the blind man's burdens and force the best you breed to serve your captive's needs. Can't you see that my people stink? The card as you observe the truths I am because I think. But oh, I wondered why we didn't have a brain. A reputation borderless, beauty and a fame. I've always asked, why is Eurasia not our name? Is it Europe or Asia? Yeah, we know whom to blame. Linnaeus named us after the color of disease. Blumenbach was confused if we were yellow, olive, or green. But then he decided that we are the color of sucked out and dried lemon peel and massage parlor. But oh, Eurasia, I heard of your name. Your reputation borderless, beauty and your fame. I've always asked, why is Eurasia not our name? Instead it's Europe and Asia, yeah, we know whom to blame. John Langdon Down declared us as the people of Mongoloids and Down syndrome. We were the childlike race to defend the dumb. Our language is for children. Our women are little geishas and our men are like women. But oh, Eurasia, I heard of your name. Your reputation borderless, beauty and your fame. I've always asked, why is Eurasia not our name? Instead it's Europe and Asia, yeah, we know whom to blame. Hey, Mr. Europe, what's up with this game? I've always thought we share the land, our tectonic plates the same. Once we were neighbors, but it's such a shame. You made my people laborers, you better know our name. You met my people laborers, you better know our name. So, unsere nächste Sprecherin ist auch eine politische Mitstreiterin und Namensvetterin, Aisha Khan. Sie ist Teil des Streikbündnisses 8. Mai, denn der Mord an 9 Menschen am 19. Februar 2020 in Hanau hat besonders von Rassismus betroffene Menschen schockiert und verängstigt. Aber auch für das erneute Aufflammen des sogenannten migrantischen Widerstands gesorgt. Der 8. Mai als bundesweiter Streik- und Aktionstag ist ein symbolischer Tag. Es ist der Jahrestag der Befreiung vom Faschismus, aber für viele ist dieser Prozess immer noch nicht abgeschlossen. Dazu hören wir jetzt mehr von Aisha Khan, die außerdem als Journalistin und Twitter Justice Warrior zu verschiedensten Themen Antirassismus, Antisemitismus arbeitet. Schön, dass sie da ist. Alle fragilen Veränderungen des rassistischen Systems zugunsten der von Rassismus betroffenen Menschen wurden von ihnen selbst erkämpft. Unser Aktivismus und unsere Forderungen stehen in der Tradition derjenigen, die für uns den Weg geebnet haben, weil sie vor 1933, während des Nationalsozialismus und danach für ihre Rechte und für ein Leben in Würde gekämpft haben. Wir fordern daher alle Menschen mit Migrationserbe, jüdische Menschen, Sintesse und Romnia, schwarze Menschen, People of Color, BIPOC und alle solidarischen Menschen auf, mit uns zu streiken. Warum am 8. Mai?
Das Datum gilt als Tag der Befreiung. Doch während der Krieg und die NS-Diktatur ihr Ende fanden, lebten die Nazi-Ideologie und ihre VertreterInnen weiter. Und so haben Rassismus und Antisemitismus in Deutschland Tradition. Deutschland wurde nach Ende des Zweiten Weltkrieges höchstens symbolisch entnazifiziert. Ehemalige Mitglieder und Funktionäre der NSDAP und der SA halten hier in Europa nach 1945 politische Ämter inne oder führten erfolgreiche Unternehmen. Bereits in den 1950er Jahren kam es zu rassistischen Gewaltakten. 1979 kamen die kubanischen Vertragsarbeiter in der DDR beim Widerstand gegen rassistische Gewalt ums Leben. In dieser Zeit wurden Angriffe auf EinwanderInnen mangelhaft bis gar nicht dokumentiert. Und so kennen wir nicht alle Namen von Opfern rassistischer Gewalt, doch die Liste der Namen der Opfer, die wir kennen, ist lang und offenbar endlos. Mölln, Solingen, Rostock-Lichtenhagen und Hoyerswerda. Es gibt eine Kontinuität rechten Terrors und rassistischer Gewalt in Deutschland und das nicht erst seit den NSU-Morden der 2000er. Und schon 1993, nach den rassistischen Morden in Mölln und Solingen, gab es Streikaufrufe von selbstorganisierten Initiativen, wie am 2. Juni 1993 in Hamburg. Schon Ende der 80er wurde in Berlin die Antifaschist Genschlag gegründet. Schnell bildeten sich deutschlandweit weitere Gruppen. Sie verstanden sich als Schnittstelle von migrantischer, zumeist türkischer und kurdischer Vereinskultur, Jugendbanden und linker und antifaschistischer Politik. Nur wenige Jahre später mussten sich die Strukturen aufgrund von staatlicher Repression auflösen. Ähnliche Bestrebungen gab es mit Kanakatek oder in Hamburg mit Femigra und Café Morgenland. Besonders die deutsche Linke sollte aus dem NSU-Komplex gelernt haben. Es sei daran erinnert, dass die Angehörigen von Halit Yozgat bereits im Mai und im Juni 2006 Schweigemärsche in Kassel und Dortmund organisierten. Unter dem Motto »Kein zehntes Opfer« gingen 4000 Menschen aus überwiegend migrantischen Communities auf die Straßen. Auch anwesend waren die Angehörigen von Enver Şimşek und Mehmet Kubaşık. Schon 2006 lautete die Forderung »Aufklärung der Mordserie«. Denn damals standen immer noch Angehörige der Opfer im Mittelpunkt der Ermittlungen, obwohl es Hinweise auf den NSU gab. Das Schweigen und die Abwesenheit der deutschen Linken und Mitte bei den Schweigemärschen hat sich für immer in die Köpfe der Betroffenen eingebrannt. Die widerständige Praxis ist Teil unserer Existenzen geworden, da wir Unterdrückung nicht einfach hinnehmen und die Solidarität untereinander das ist, was uns bleibt, wenn wir uns auf den Rest der Gesellschaft nicht verlassen können. Nicht erst seit dem 19. Februar 2020 ist migrantischen, schwarzen, muslimischen und jüdischen Menschen in Deutschland bewusst, dass jetzt Kräfte gebündelt werden müssen. Doch noch immer stehen die Organisatorinnen, Aktivistinnen und Gruppenmitglieder vor den gleichen Hindernissen. Gefahr durch Rechts, Konflikte und eine Linke, die damals wie heute internalisierten Rassismus nicht reflektiert. Dies erschwert abermals eine Zusammenarbeit, auch wenn allen bewusst ist, dass antifaschistischer Widerstand ohne Solidarität nicht funktioniert. In der Nacht zum Donnerstag, den 19. Februar 2020, wurden in Hanau 9 Menschen von einem Rechtsradikalen erschossen. 5 weitere wurden verletzt. Die Namen der Ermordeten sind Ferhat Unvar, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtovic, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kirpaç, Sedat Gürbüz, Kaloyan Velkov, Willi Viorel Paun, Fatih Saracoğlu. Da die Politik dabei zusieht, wie unsere Geschwister und Freundinnen, auch unsere antifaschistischen Genossinnen, bis heute sogar in staatlichen Institutionen ums Leben kommen, können wir uns nicht auf sie verlassen. Sie schützen uns nicht. Und spätestens seit dem NSU wissen wir, dass in Deutschland aller Wahrscheinlichkeit nach Täterschutz betrieben wird. Wir sind nicht still, wir lassen uns nicht einschüchtern, wir führen keine rassistischen Diskussionen. Wir überlassen Nazis nicht die Straßen. Wenn Deutschland weiter mit Nazis schmusen möchte, geschieht das ohne uns.
Angeregt durch die Kämpfe, Widerstände und Streiks unserer VorreiterInnen tragen wir unsere Wut und unsere Trauer am 8. Mai auf die Straße. Ja, wir sind jetzt hier zum Schlussteil unserer Veranstaltung angekommen. Wir wollen jetzt gerne nochmal die unterschiedlichen Perspektiven, die jetzt heute da waren, zusammenbringen und haben jetzt hier einen kleinen Panel-Talk. Ich stelle nochmal der Reihe nach unsere Gästinnen heute vor. Hier zu meiner Linken sitzt Anita Adam vom Förderverein der Roma e.V., Aisha Khan, Streikbündnis 8. Mai und Serai Abraham von Ubuntu. Es ist irgendwie immer so ein bisschen über uns, das Thema Corona. Und ich möchte auch gerne nochmal sozusagen dieses aktuelle Thema nutzen, denn auch dieses Thema ist verwoben mit Rassismus. Darüber wurde dieses Jahr auch viel gesprochen. Aus eurer Sicht, vielleicht Serai, fange ich mit dir an. Wie hat Corona nochmal die Communities und auch deine Arbeit sozusagen betroffen? Ja, Corona. Also für unsere, Arbeit eigentlich hat uns überrascht. Seit es Corona gibt eigentlich, weil wir auch viel Medienarbeit machen. Unsere Facebook-Gruppe ist auf 900% gestiegen, also unsere Zuschauer und so weiter. Und das ist auch, was Ubuntu ausmacht, immer vorbereitet zu sein, kreativ, innovativ zu sein, wenn irgendwas passiert, dass wir unsere Projekte durchführen. Und deswegen haben wir uns gleich auch wieder diese Medienarbeit weiter aufgebaut. Und so ist das halt, wo wir fast täglich oder viermal die Woche eigentlich streamen an unsere Community, Sprachkurs, Aufklärungsarbeit, Informationen zu Corona auch, weil da ist auch, wo wir gesehen haben, es gibt wirklich Mangel an Informationen in Muttersprache, obwohl man Recht auf Information hat. Ne? Und das ist, wo wir gedacht haben, okay, das ist unsere Aufgabe, nicht dauernd zu meckern, sondern dass wir sagen, okay, was machen wir, was ist unsere Macht, was können wir selber machen? Und so haben wir dann halt auch so Informationen zu Corona auf Tigrinya, Amharisch, Somali, Arabisch und so weiter vorbereitet, wo unsere Newcomer gemeinsam, das ist das, was ich vorhin gemeint habe, denn es steckt in ihnen viel Potenzial, wenn man ihnen diese Plattform gibt oder die Öffnung, also man sich auch öffnet, und so ist das halt Ubuntu weiter entwickelt worden. Aber Corona macht auch viele Newcomer halt auch nicht einfach das Leben. Vor allem Ämter sind zu und so weiter. Wenn man halt telefonisch dann ist nochmal die Sprache weiter noch höher, Barriere ist noch höher. Also weil man bestimmt, man kann Sachen mit Mimik und so weiter erklären, aber wenn man das nicht kann, nur telefonisch ist, dann ist dann wieder halt schwierig. Und ja, da gibt es auch viele Sachen, die man halt auch jetzt... Ja, nicht nur die Ämter sind zu, es ist ja auch so ein bisschen, ganz Deutschland geht auf Abstand, wir sollen uns distanzieren, wir sollen am besten wenig Kontakt haben. Wie ist es denn momentan möglich für Geflüchtete, und wie wird sozusagen das auch durchgesetzt, oder wird das gar nicht durchgesetzt? Wir haben viel über Moria gesprochen, aber auch in Frankfurt gibt es große Geflüchtetenunterkünfte, beispielsweise in Bonames. Hast du da was mitbekommen, wie da die Lage ist? In Bonames nicht, aber Abstand ist auch ein Privileg. Jeder kann ja nicht Abstand machen, ja? Aber Abstand ist ein Privileg. Wenn man das nicht hat, das kannst du nicht dauernd sagen, Abstand. Ich kann mich noch erinnern, zum Beispiel, wo Leute gesagt haben, können wir Aufklärungsarbeit, Aufklärungsvideo für Geflüchtete in Libyen machen, habe ich mir gemeint. Was wollt ihr denn? Geht doch nicht, weil da sind ja viele Leute in einem Haus. So ist es auch im Gutleuchstraße oder im Vieles oder im Rödelheim auch, wo die Leute der andere irgendwie diese Symptome hatte, aber trotzdem mit seinen Nachbarn in einem Zimmer sein sollte, oder wo das ganze Haus dann halt auch evakuiert worden ist, eine Stelle, die nicht irgendwie diese Symptome haben, nochmal für sie, wo andere sie umzusiedeln, dass sie doch irgendwie verpflichtet waren, in dieses Haus zu bleiben, damit man spart eigentlich, ja, also damit man für sie dann kein Geld ausgibt. Abstand ist ein Privileg, viele können das nicht machen. Und das andere ist auch so, wenn man halt wenn man sich nicht irgendwo hingehen kann oder irgendwas, weniger Freunde und so weiter, ne, dann sind die auch gezwungen, trotz dieser Risiko, dass man in Gemeinschaft bleibt, weil man hat nicht auch gelernt, so für sich alleine, man hat kein eigenes Zimmer oder hat man keine eigene Wohnung und so weiter, ne. Deswegen ist es anstrengend, ist eigentlich schwierig, das zu sagen, jetzt bitte Abstand, wenn man das nicht Abstand halten kann.
Ja, finde ich sehr wichtig. Abstand ist ein Privileg, dass du das nochmal so deutlich sagst. Anita, du hattest mir auch im Vorfeld erzählt, dass du auch Aufklärungsarbeit in der Community zu Corona-Zeiten, die sind ja immer noch da, machst. Kannst du dich anschließen an auch so ein bisschen das, was Seray erzählt? Ja, also ja, auch in unserer Community von Roma, wir haben sehr viele Schwierigkeiten. Wir wissen schon, dass die Roma nicht immer in der Schule waren und das war unser großes Problem. Und das ist auch mein Problem, weil seit wann Corona gibt es, ich habe ständig jeden Morgen 2, 3 Stunden, ich muss etwas erledigen für Familie, Verwandtschaft, Freunde, weil die kennen sich nicht so gut aus mit dem Technologie, mit dem Sprache. Und das geht nur telefonisch, online und was weiß ich. Und das ist eine sehr, sehr große Arbeit, was ich mache, jeden Morgen, obwohl ich ein 11 Monate Baby habe, 2, 3 Monate telefonisch alles zu machen. Und wir haben auch dieses Problem mit dem Abstand bei uns auch. Wir haben unsere Gemeinde, sie war zu 2 Monate, also Schwierigkeiten gibt es überall, aber trotzdem müssen wir zusammenhalten, obwohl mit Abstand. Müssen wir immer unsere Maske tragen, mein Kind auch in der Schule Maske tragen, Familie, obwohl ich weiß, es ist schwer, zum Beispiel auch zu meinem Vater, ich sage immer, Maske tragen, Desinfektionsmittel und den ganzen Kram, ist schwer, weil wir sind nicht gewohnt mit sowas, aber müssen wir mitmachen. Letzte Woche habe ich auch ein kleines Video gemacht für die Roma. Auf Romanisch für die Roma, was in deutsche Schule gehen, weil die tragen nicht die Maske. Und obwohl wir haben sowieso Probleme mit diesem Rassismus und diese Schwierigkeiten mit Schulen, müssen auch die Maske tragen, dann ist es noch schwer. Und dann lieber die bleiben zu Hause, anstatt dass sie gezwungen sind, diese Maske zu tragen oder diese Regel zu halten. Es ist sehr, sehr schwer. Aber wir kriegen das hin. Ja, also sehr, sehr So schwierig, wenn ist man das. schon so an so vielen Strukturen so viele Steine in den Weg gelegt bekommt. Und jetzt kommt sozusagen das Thema Corona noch obendrauf. Aisha, 2020, deine Rede hat das ja so nochmal ein bisschen deutlich gemacht, Februar 2020, ein Jahr sozusagen, an dem es noch wichtiger ist zu erinnern, zu gedenken, Widerstand zu leisten, was natürlich total erschwert wurde durch Corona. Wie war das sozusagen der politische Widerstand? Wie hat sich das für dich angefühlt unter Pandemiebedingungen? Aber was gab es sozusagen auch nochmal für Hürden, auch vielleicht auch aus politischer Richtung? Also recht ambivalent würde ich sagen. Also wie er eben meinte, es war auch eine Chance, es war eine Möglichkeit. Wir haben vieles ins Internet verlagert, vieles fand digital statt, man ist digital zusammengekommen, hat digital zusammengetrauert, unglaublich, aber tatsächlich Erinnerungen und Gedenken fand online statt. Für die es möglich war, es ist auch immer ein Privileg, wie wir auch schon heute gehört haben. Und andererseits war es halt eben nicht möglich, zusammenzukommen, was für unsere Communities oft wichtig ist, nach zum Beispiel den Attentat in Hanau. Es war kurz darauf, gab es die Möglichkeit, an Trauerfeiern teilzunehmen, an Mahnwachen da zu sein. Aber je schlimmer es wurde, auch mit der Pandemie, wurde es auch schwieriger, zusammenzukommen und es den Leuten auch aber verständlich zu machen, warum ist es nicht in Ordnung, zusammenzukommen während einer Pandemie, wenn andererseits, und das sind die politischen Hürden, die wir oft haben, andererseits aber Dinge erlaubt sind. Und wenn da keine Hürden und wenn da keine Verbote gemacht werden, also ganz besonders ist uns das nach dem 6 Monate Hanau bei der großen Mahnwache und Demo in Hanau, die organisiert worden ist, von den Betroffenen und von der Initiative aufgefallen. Da war ein sehr gut ausgearbeitetes Hygienekonzept, aber die Stadt hat es verboten und trotzdem fanden in der Region zur gleichen Zeit QuerdenkerInnen-Demos statt. Was symbolisiert denn dieser politische Umgang? Also einerseits erlauben, steht das, also
wie wird das wahrgenommen, auch in den Communities? Man hat sich lange vorbereitet, Demonstrationen sind eigentlich erlaubt, Hygienekonzepte wurden gemacht. Wie hat sich das, also wie hat die Community darauf reagiert, auf dieses Demo-Verbot vor allen Dingen? Ja, wir haben Alternativen gesucht, auf der einen Seite, obwohl wir frustriert und wütend waren. Ich habe gerade keine Stimme, Entschuldigung. Ja, also die Menschen waren wütend, die waren traurig, aber sie waren halt auch sehr ambitioniert. Es sollte was geben, es sollte trotzdem erinnert werden. Und obwohl Unverständnis und Unmut geherrscht hat, hat man versucht, Alternativen zu finden, trotzdem zusammenzukommen, sich an die Hygienemaßnahmen und Regeln zu halten und trotzdem zu erinnern. In Frankfurt und auch deutschlandweit zum Beispiel fanden Streamings statt an verschiedenen Orten, damit auch nicht zu viele Menschen an einen Ort zusammenkommen. Also haben die Menschen, denen es wichtig war zu gedenken und zu erinnern, trotzdem geschafft, irgendwie zusammenzukommen und sich auch noch an diesen Regeln zu halten und nicht sich dagegen gewehrt und gesagt, nee, okay, wir wollen das jetzt auf jeden Fall irgendwie durchziehen, weil es uns auch bewusst ist, dass es trotzdem mit einer Gefährdung daherkommt. Es würde ja eventuell trotzdem nicht gut ausgehen. Vielleicht werden noch mehr Menschen krank und dann sind wir daran schuld, weil wir unbedingt zusammenkommen möchten. Deswegen, ja, es war immer so ein Hin und Her und Abwägen, was braucht die Community, was darf oder was kann man gerade tun. Ich würde gerne noch ein bisschen weiter über das politische Jahr 2020 sprechen. Zu dieser Diskussion rund um Hanau gesellte sich dann im Sommer eine weitere Rassismusdebatte dazu. Diesmal geht es um antischwarzen Rassismus. Der Mord an George Floyd hat auch hier in der Rhein-Main-Region für das Entstehen einer Bewegung, so sagen zumindest viele, gesorgt. Es gab große Demonstrationen. Wie bewertest du ja diese Black Lives Matter-Bewegung hier in Frankfurt, die entstanden ist? Ja, erstmal, ich bin Hanauer. Siehst du? Das betrifft mich auch, also da ich früher auch selbst in Hanau gelebt habe. Ich war auch fassungslos, was da passiert ist. Das konnte mir auch passieren, auch wenn ich jetzt in Frankfurt lebe. Deswegen war ich auch mit meinen Kindern auch in Hanau, um das auch ein bisschen eher aufzuklären und so weiter, weil es sehr wichtig ist. Und zu George Floyd, mir ging es erstmal nicht nur in Amerika. Klar ist man verbunden als Black, also Black Community. Und zweitens, weil wir haben auch dieselbe Hürden oder selbe Struggle auch, was wir immer auch erleben. Aber unabhängig von Amerika, ist besser erstmal da anzufangen, wo man lebt, weil das wir auch davon betroffen sind. Klar, Aktivismus ist immer, es hat nicht unbedingt mit dir zu tun, es hat immer gegen Ungerechtigkeit zu kämpfen. Das ist Aktivismus eigentlich, ne? Immer, aber halt jetzt in Deutschland ist ja auch Polizeigewalt, ich habe das selbst auch selbst erlebt und ich erlebe es auch alltäglich, Diskriminierung oder unterschiedliche, das erlebt man auch, ja halt. Und wenn dann aber halt, bei mir war so, wo ich ein bisschen Abstand gemacht habe von diesem Thema, weil ich habe das noch nicht selbst bearbeitet, was mir damals passiert ist, ich habe das nicht richtig bearbeitet, auch wo ich jetzt auch nicht viel tiefer auch darüber nicht eingehe. Aber was mich erfreut hat, ist, dass viele Jugendliche, die hier aufgewachsen sind, dass sie aufgestanden sind und selbst diese Initiative inszeniert haben. Klar, mit Unterstützung und auch anderen wie ESD, die auch die erste Demonstration hier gemacht haben, auch über 30 Jahre auch für die schwarze Community hier sich einstehen. Und dabei jetzt auch nochmal eine neue Generation gekommen ist, die es immer geschluckt haben, aber jetzt, dass sie jetzt gesagt haben, nee, nicht mit mir. Ja, dass sie auf die Straße gegangen sind und auch nicht alleine, klar. Kollektives, viele auch deutsche Mitbürger sind auch mit auf die Straße gegangen und so. Aber dass sie selbst diese Initiative inszeniert haben, Be Heard, Use Against Racism, Black Power und so weiter. Ne? Und das ist, was mich auch so jetzt die Hoffnung gibt, dass sie selber was machen und nicht nur irgendwo was anderes erwarten oder nicht, dass sie es unbedingt aus Amerika nachahmen, sondern dass sie selber für ihre eigene Erfahrung bearbeiten und gleichzeitig auf ihre Rechte kämpfen. Das ist das, was mir auch die Hoffnung gibt. Aber ich selber, ich habe es noch nicht richtig bearbeitet. Also ich bin ehrlich und das, was ich erlebt habe, 1993 bis vor allem 2002, das war enorm. Also diese Gewalt von
Polizisten. Ja, das tut mir sehr leid zu hören, dass du sowas erleben musstest. Anita, auch an dich mal die Frage, oder sozusagen, du kannst bestimmt auch gleich ergänzen, denn ich habe gehört auch, naja, eure Community, aber auch du selbst macht immer wieder negative Erfahrungen auch mit der Polizei. Auf der anderen Seite wird da jetzt sehr viel drüber gesprochen. Also wir haben in den Medien gefühlt, ich komme gar nicht mehr mit, gibt es ein rechtsextremes Netzwerk, ein Polizist, der irgendwelche Hitlerbilder verschickt hat und aber auch so ein bisschen die Tendenz zu sagen, okay, da gibt es etwas und es muss sich etwas ändern. Hast du das Gefühl, jetzt in diesem kurzen Jahr, gut, dieses Jahr ist kein normales Jahr, dass es irgendwie angekommen, so wie ist dein Blick auf Polizeigewalt? Also ich glaube an Polizei, ich glaube an dem ganzen System politisch und so, aber ich weiß, wie ich gesagt habe, erst einmal, das mit der Politik und den ganzen Sachen werde sich nicht von einem Tag bis zum einen anderen verändern. Und das dauert noch. Aktuell bin ich nicht mit den aktuellen Nachrichten politisch und sowas. Ich bin auf Null, ganze Jahr. Ich habe wirklich nur mit meiner Tochter zu Hause, habe ich gesagt, Arbeit und politische Sachen, alles auf einer Seite. Ich glaube nicht, dass viele Sachen haben sich verändert in einem Jahr. Das kann nicht sein. Aber trotzdem ist gut, dass die Jugendlichen Schritte machen. Obwohl wegen Coronavirus viele sind die Schritte, was bis jetzt gemacht wurden, viele sind wieder zurück, weil die können nicht mehr zusammen sein und dann können nicht darüber diskutieren oder Lösungen finden und das ist sehr schade. Mhm. Aisha, Aktionsplan Antirassismus auf kommunaler Ebene, Stadt Frankfurt, auf der Bundesebene gab es einen Kabinettsausschuss gegen Rassismus, Rechtsextremismus, hochkarätig besetzt. Viele Maßnahmen werden jetzt gerade verabschiedet, teilweise sind das Maßnahmen, die wir schon kennen. Und man diskutiert so ein bisschen darüber, ist das jetzt positiv zu bewerten aus migrantischer Perspektive oder nicht? Was ist da sozusagen deine Haltung? Das ist eine sehr schwierige Frage, weil ich bin halt der Meinung, ich persönlich glaube, solange wir an dem System nichts ändern, wird sich auch mit einem Aktionsplan, mit kurzfristig organisierten Kommissionen oder Expertenrunden nichts ändern können und wir werden nichts an Strukturen und an alteingesessenen Ideologien, die es auch gibt, auch innerhalb von Institutionen wie zum Beispiel der Polizei oder an Schulen, da werden wir nichts ändern können. Also wir können jetzt ganz motiviert sagen, ja gut, wir haben ganz tolle neue Pläne für neue Programme und Projekte, das ist schön und gut, wir brauchen die, wir brauchen auch Gelder, auch für Migranten-Selbstorganisationen, aber wir müssen ja was an den Strukturen ändern. Und diese Strukturen sind ja nicht erst seit dem Tod von George Floyd in Amerika da oder seit Hanau oder seit Halle, sondern ich bin seit 30 Jahren in Deutschland, ich kenne seit 30 Jahren diese Strukturen. Also wenn wir was ändern wollen, dann müssen wir ja ganz, ganz alte Strukturen, die hier herrschen und zu dieser Kontinuität von rechten Terror oder auch von alltäglichem Rassismus bedeuten für viele Menschen, an denen müssen wir ja was ändern. Und das bedeutet A, wir hören Betroffenen zu und B, wir arbeiten mit Betroffenen und laden sie nicht nur als Gäste ein, wie Heiko Maas gesagt hat, sondern sie müssen ein Teil dieser Organisationen oder dieser Gruppen sein, die an der Gesellschaft was verändern wollen, die einen Systemwechsel wollen. Deswegen glaube ich, langfristig ändert sich nur was, wenn sich auch in der Denke was ändert, dass wir viel, viel mehr an den Strukturen arbeiten müssen und am System arbeiten müssen und nicht nur kosmetisch was ausbessern. Kannst du das zufügen? Es ist mal klar, werden sowas Vereinbarungen getroffen und so weiter, und wer macht sie eigentlich, an wem
Die sind ja selber diejenigen, die das damit Verursacher sind, und gleichzeitig sie stehen sich da als auch Heilsbringer. Und deswegen, ich sehe da auch keine große Veränderung. Aber was wichtig ist, zum Beispiel, ich habe vorhin gemeint, ich habe das, viele Sachen habe ich noch damit zu kämpfen, habe ich ja gemeint. Aber für mich war auch wichtig als Ubuntu, dass wir zum Beispiel eine Plattform erstellt haben für die Jugendlichen zum Beispiel, dass wir zwei Veranstaltungen zu Black Lives Matter gemacht haben, dass sie selber, also auch wenn sie selber sprechen und dann halt auch selber Förderung stellen. Das war für uns zum Beispiel wichtig, dass sie selber empowered sind, weil bis die Strukturen sich verändern, ja, es wird sich dauern. Aber bis dahin sollen wir jetzt bluten oder was? Und deswegen ist es wichtig, dass wir unsere Community selbst empowern, dass sie selber ihren Weg finden und so weiter und nicht einfach nur auch aufnehmen, dass was von außen kommt, sondern auch Widerstand zu leisten. Wie kann ich Widerstand leisten? Wie kann ich das bekämpfen? Strategie zu entwickeln, das ist auch der halt sehr wichtig. Vor allem Kinder, die hier aufwachsen und so weiter, dass sie wirklich hier entfaltet sind, dass sie ein Teil der Gesellschaft sind, egal wie eingeengt sind von außen, aber dass sie sagen, hey, mein Land, meine Stadt, mein Frankfurt, und ich lasse mich nicht von niemandem gefallen oder von niemandem einengen, ich werde hier mich einbringen, ich werde mich hier entfalten, ich werde das und das erreichen, dass sie unsere Kinder oder unsere Jugendliche das sagen können. Und das ist das Wichtigste. Bis die Strukturen sich verändern, darauf sollen wir nicht warten und auch nicht darum auch bitten eigentlich. Ja? Wir sollen nicht bitten, sondern das ist eine klare Förderung, das und das, das möchten wir und das und das und das. Also ist keine... weil es ist unser Land, es ist unsere Stadt, es ist unsere Gesellschaft. Und wir leisten ja Gesellschaftsarbeit. Wir leisten ja nicht für irgendwelche, das sind unsere Community oder Subkultur oder irgendwas, sondern wir möchten ja die Gesellschaft verändern, die Politik verändern und so weiter. Ne? Und deswegen keine Bitte, sondern es ist eine klare Forderung. Mhm. Und ja, das muss auch gestellt werden. Aber bis diese Strukturen verändern, wir müssen empowered sein und ja, das ist ja wichtig. Ja, das, was du beschreibst, ist ja im Prinzip auch das, was ich ganz zu Beginn gesagt habe und auch das was das Historische Museum sozusagen auch zeigen wollte mit euch allen, die Teil des Stadtlabors sind, nämlich die postmigrantische Gesellschaft, in der sozusagen Menschen einen Anspruch haben, zu verändern, mitzubestimmen, auch Dinge zu Recht sozusagen zu verbessern. Und dann könnte ich sozusagen in den letzten Teil auch gleich überleiten, nämlich, was wünscht ihr euch eigentlich in 2021, wenn wir alle dieses schlimme Jahr hinter uns gebracht haben? Hoffen wir natürlich zum einen, dass es besser wird, was die Pandemie angeht, aber wir wollen natürlich auch noch mehr Power und Forderungen durchsetzen. Was ist, hast du schon einen Ausblick? Weil im Stadtlabor nehmt ihr uns quasi nur mit auf eine Reise und gibt uns einen kleinen Einblick in eine Sache, das haben wir jetzt gerade verstanden, die ein Prozess ist für uns alle. Wo geht es denn für euch weiter? Habt ihr schon Pläne? Ja. Aisha, ich kann auch mit dir anfangen. Du hast schon genug gesagt, Sarah. Okay. Konkrete Pläne habe ich nicht. Ich wünsche mir eigentlich, und das ist auch seit 30 Jahren, jedes Jahr mehr Teilhabe, mehr gesellschaftliche Teilhabe, mehr politische Teilhabe und die Menschen, die schon lange, lange Forderungen haben an diese Gesellschaft, sie mitzugestalten, dass sie auch die Möglichkeit bekommen, diese Gesellschaft mitzugestalten und nicht nur Nebendarsteller sind in einem großen Schauspiel und dass Menschen zum Beispiel, also Menschen, die Forderungen an Politik haben, dafür nicht auf die Straße gehen müssen, sondern dass man ihnen auch schon vorher zuhört. Also dieser Punkt, dass wir sagen, oh, wir müssen auf die Straße, wir müssen streiken, wir müssen kämpfen, wir müssen Widerstand leisten, ist ja nur wirklich so die letzte Möglichkeit. Ich will ja vorher schon, dass mir zugehört wird, dass anderen zugehört wird, dass sie die Möglichkeit haben, Forderungen zu stellen und dass man mit ihnen zusammen Dinge gestaltet und verändert, dass zum Beispiel ganz konkret die Forderung, die NSU-Akten freizugeben in Wiesbaden. Warum müssen wir dafür regelmäßig kämpfen? Warum ist das nicht Konsens in einer Gesellschaft, die rassistische Morde aufklären will, dass sie diese Akten freigibt? Dass sie sagt, gut, wir hören euch zu, wir wollen nicht, dass Rassismus oder dass organisierter Rassismus oder diese Gewalt, dass sie ein Teil dieses Landes ist. Deswegen wollen wir es aufklären und wir wollen dahinter, wer steckt, also wir wollen schauen, wer steckt dahinter, was steckt dahinter. Deswegen geben wir euch oder machen wir es öffentlich für alle.
Warum geht das nicht? Mhm. Also das ist meine Frage und wird wahrscheinlich auch noch mal ein paar Jahre meine Frage sein. Bis du eine Antwort bekommst, ja. Genau. Ja. Also deswegen generell wünsche ich mir Zugänge, Gehör, Sichtbarkeit und dass ich nicht kämpfen muss und dass alle nicht kämpfen müssen. Ja. Mhm. Serai? Also wir als Vereine, vor allem Migranten selbstorganisierte Vereine, wir kämpfen ja eigentlich meistens, wir machen das, wir arbeiten ja fast alle ehrenamtlich und wir kämpfen eigentlich hart und es ist auf Kosten von uns, unserer Familie und so weiter. Ne? Und deswegen, also was ich mir wünsche, ist eigentlich, dass wir Anerkennung bekommen für das, was wir machen. Und vor allem die Community-Arbeit ist ja eine Gesellschaftsarbeit. Ja? Und es heißt eine Gesellschaftsarbeit, dass es wirklich gewürdigt wird und dass es auch finanziell supported wird. Aber das ist ja utopisch und so ein Wunsch. Und deswegen für mich ist so immer, wo ich sage, was kann ich machen, wie machen wir es sichtbar, wie können wir mit weniger Mitteln große Sachen bewirken, mit weniger Manpower was machen. Und das ist für mich, wo ich sage, 2021, wie können wir uns sichtbar machen, dass die Politik uns nicht ignoriert. Dass die Politik sagt, okay, wir können uns nicht mehr verstecken. Ja? Und das ist das eigentlich für mich, wo ich immer dann sage, was können wir kreativ, innovativ, gemeinsam als Community oder als Einzelgänger, als Verein, was können wir vorbereiten und wie ich gesagt habe, mit weniger Mitteln, also mit weniger Budget, große Sachen bewirken. Das ist, was ich jetzt gerade darüber nachdenke. Ja, und dieser Kampf dann halt auch nicht immer kämpfen zu müssen. Wir müssen nicht kämpfen. Das ist unsere Heimat, das ist unser Land. Und deswegen für mich ist auch meine Wünsche, es hat nicht mit Deutschland zu tun, es hat mit Frankfurt zu tun. Ich bin Frankfurter, ich komme aus Frankfurt und ich möchte in Frankfurt was verändern. Nicht über, das ist, aber meine ist ja egal, was man das ist. Ja, für mich als Frankfurter, dass wir in Frankfurt wirklich das verändern und nicht kämpfen zu müssen, weil Frankfurt beschreibt es als Multikulti und so weiter. Aber ist das so wirklich und so? Und deswegen, da möchte ich wirklich dran arbeiten und Frankfurt ein Zeichen zu setzen, dass es auch anders geht. Mhm. Anita hat genickt und zugestimmt. Ja, das stimmt, er hat voll recht. Ja, ich wünsche mir erstmal, dass der Coronavirus vorbei ist, weil wegen Coronavirus ich kann nicht auf die Arbeit gehen, weil ich habe keine Betreuung für meine Kleine und dann kann ich auch nicht so engagiert wie meine zwei Kollegen von hier arbeiten. Ja. Erstmal, dass Coronavirus ist und dann kann ich auch wieder auf die Biene sein sozusagen. Ja. Ich wünsche mir natürlich auch, dass der Rassismus weg ist. Ich wünsche mir Gesundheit, alles Gute für alle. Aber das ist nicht so. Wünschen haben wir alles. Ist schwer, das zu. In der letzten Zeit habe ich auch Angst, mir etwas zu wünschen. Wirklich. Es ist so. Dann hoffen wir mal, dass in einem Jahr vielleicht dann doch wieder. Vielleicht ist anderes. Wünsche und Visionen sind nämlich, glaube ich, ganz wichtig, gerade wenn alles so furchtbar ist. Hoffentlich ist das, was wir haben. Ja, möchte irgendeine aus der Runde noch etwas Abschließendes sagen? Habt ihr noch etwas auf dem Herzen, was ich nicht gefragt habe, was euch wichtig ist? Nein? Dann bedanke ich mich. Ja, vielen Dank auch. Bei euch allen. Danke. Ich kann sehr rein zustimmen. Ich bin wieder einmal absolut froh, in dieser Stadt zu leben. Und kann wirklich sagen, dass hier sehr, sehr viele tolle Menschen sind, die ganz, ganz großartige Arbeit machen. Engagement ist aber auch nicht nur auf der Bühne stehen, sondern auch Kinder versorgen. Ist eine ganz, ganz wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Also bitte mach dich nicht klein oder so, sondern das ist auch wichtig. Und vielen Dank. Wünsche allen, die hier zugeschaut haben, auch ein gesundes und noch hoffentlich erfolgreiches und politisch erfolgreiches, vor allen Dingen 2021. Wir wünschen dem Historischen Museum, dass die Türen auch bald wieder geöffnet werden, dass sie auch die Möglichkeit haben, sich alle ganz tollen Installationen, Exponate von den SprecherInnen, die heute da sind, aber auch noch von ganz vielen weiteren anzuschauen. Ja, und bleiben Sie gesund und danke fürs Zuschauen. Vielen Tschüss. Dank.